Morgen, wundervoller Herzensmensch. Heute nehme ich dich mit auf einen morgendlichen Spaziergang mit meiner Hündin. Weil es hier so schön ist, siehst du schon hier die Sträucher, wie sie erblühen. Wie die Knospen im Frühling heraustreiben. Es ist so schön. Ich liebe es, im Frühling spazieren zu gehen. Wenn noch ein Teil, wie du hier siehst, laubig ist und einige Pflanzen und Sträucher noch grau und braun sind vom Herbst und vom Winter. Und andererseits die Bäume und Sträucher und Blumen und das Gras schon herauskommt. Schau dir mal an. Wie grün hier alles schon ist. Ich finde das so spannend, wie so eine Pflanze aufgebaut ist. Das hat mich in der Schule schon immer sehr interessiert. Und seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit Knospen, mit Samen. Und jedes Mal, wenn ich spazieren gehe, dann schaue ich mir die Blumen an. Hier zeige ich dir. Da wächst schon die Schafgarbe. Hörst du die Vögel? Das Wasser rauschen. Heute scheint die Sonne. Nachdem es 2 Tage geregnet hat. Gehen wir mal zum Wasser. Die Hunde lieben das frische grüne Gras übrigens auch. Sie wissen ganz genau, was ihnen gut tut und was sie benötigen. Sie sind so intuitiv. Und siehst du hier, da wachsen schon die Brennnessel. Und das ist so, neben der Brennnessel wächst auch der Giersch. Die gehören zusammen und das sind beides Wildkräuter im Frühling, die du ernten kannst. Natürlich am besten auf der Anhöhe, an irgendeinem Ort der Natur, der sehr unberührt ist, wo keine Autos wachsen, wo keine Hunde spazieren gehen. Dort ernte ich jetzt in dieser Zeit. Und was mir so gut tut in der Natur ist, dass ich mich mit jedem Schritt erden kann. Wenn ich ganz bewusst gehe,
Und tief ein- und ausatme. Bin ich ganz bei mir. Da kann es im Außen stürmen, was es will. Aber allein nur, dass ich meinen Atem beobachte, können schon gar keine anderen Gedanken und Gefühle in mich einströmen. Und das kannst du auch machen, wenn du ganz bewusst spazieren gehst. Oder wenn dich was ärgert, wenn dich was triggert, wenn du gerade nicht weißt, wo du stehst und was da mit dir los ist, dann kannst du ganz bewusst Schritt für Schritt einatmen, bis sich deine Bauchdecke ganz hebt, und ausatmen. Und du wirst merken, wie du augenblicklich in deine Mitte kommst. Das Gleiche ist mit meinen Füßen. Ich zeige euch mal meine Barfußschuhe. Ich liebe sie. Es ist so herrlich, weil es wurde uns immer gesagt, in Monaten mit R darfst du noch nicht barfuß gehen, weil es einfach zu kalt ist am Boden. Und das stimmt ja auch, wenn es jetzt 2 Tage geregnet hat, dann ist es sehr kalt. Und sehr frisch. Und mit den Barfußschuhen, die sind so dünn und so fein zu tragen, dass du trotzdem das Gefühl hast, mit der Erde verbunden zu sein, ohne kalte Füße zu bekommen. Das ist natürlich auch gut für die Körperhaltung. Und wenn du dich erden möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Einerseits kannst du dir vorstellen, wie aus deinen Füßen Wurzeln wachsen, die tief in den Boden hineinragen, bis zum Erdkern. Dann bist du ganz fest verwurzelt. Und andererseits gibt es auch noch dazu ganz hilfreich Wirklichkeitskristalle. Es gibt einen, das ist Aries, der sieht aus wie eine Spirale mit einem Pfeil nach unten. Der steht für die Erdung. Und wenn du nur die bloße Absicht hast, ihn dir vorzustellen, dann reicht es schon. Weil allein dadurch bist du so stark geerdet auf der körperlichen Ebene, dass dich so schnell nichts aus der Bahn wirft. Die Sonne scheint heute so schön, so stark, so kraftvoll. Ich genieße es richtig, nachdem 2 Tage Regen und keine Sonne durchgekommen ist. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du in deine Mitte kommst, dass du zu dir selbst findest, dass du mit einigen kleinen Tools und Methoden und Werkzeugen deine Essenz, deine natürliche Essenz erkennen und beeinflussen kannst, deine Prägungen, deine Sozialisation, und dass du, wenn es im Außen ganz stark stürmt, innerlich so stark bist, weil du weißt, dass alles in dir ist, dass du nichts im Außen brauchst und dass, wenn du in die Natur gehst und einfach mal um dich herum schaust, was wächst hier, findest du vielleicht eine Brennnessel oder einen Löwenzahn
Oder ein Gänseblümchen, eine Schafgarbe. Wie sieht das Gras aus? Wie fühlt sich die Erde an? Wie ist das Wasser? Kalt und klar und rein? Wie ist die Luft? Was macht das mit mir, wenn ich in die Sonne schaue? Woher bekomme ich Energie? Welches Element steht mir am nächsten? Mit welchem Element kann ich vielleicht gar nichts anfangen, was noch gestärkt gehört? Und was macht es mit mir, in der Natur zu sein? Beruhigt es mich? Und wie geht es mir nach dem Spaziergang? Was ich auch sehr gerne mache, was hier jetzt nicht so leicht möglich ist, weil die Bäume hier eher in einem Schräglage stehen, dass ich die Bäume umarme. Denn wir sind ganz, ganz eng mit den Bäumen zusammen. Und wenn wir die Bäume umarmen, können wir noch besser fühlen, noch besser erden. Und wir können den Bäumen auch unsere Sorgen und Ängste abgeben und uns dafür bedanken, dass sie für uns da sind. Und ihnen auch ein Stück weit was zurückgeben. Sie wahrnehmen, sie schätzen. Und vielleicht verändert sich auch deine Sicht mit der Zeit. Vielleicht findest du das Gras mal grüner oder die Bäume an einem Tag als an einem anderen. Und vielleicht geht es dir mal besser und mal schlechter. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch ich lerne jeden Tag. Und auch ich starte jeden Tag aufs Neue. Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich alles um mich herum an? Was nehme ich wahr? Ich liebe die Sonnenenergie. Diese Wärme tut mir so gut. Und ich freue mich schon irrsinnig auf die Zeit, wenn der Boden warm genug ist, um mich draufzusetzen, in der Sonne zu sitzen, angelehnt an einem Baum und einfach nur wahrzunehmen. Lieber Herzensmensch, ich danke dir, dass du dir mein Video angesehen hast, dass du dir Zeit für dich genommen hast, dass du dir Zeit für die Natur genommen hast. Und wenn dir mein Beitrag gefällt, dann teile ihn, dann like ihn, dann kommentiere ihn, abonniere meinen Kanal. Das würde mir sehr helfen, denn je mehr Likes und Klicks und Abonnements, umso höher komme ich. Werde gerankt und umso leichter finden mich die Menschen. Das würde mich sehr freuen. Lieber Herzensmensch, ich wünsche dir einen wundervollen, gesegneten Tag mit ganz vielen schönen Erkenntnissen und Naturbegegnungen und Begegnung mit dir selbst. Alles, alles Liebe.